Das kann gut sein, wenn ich mich jetzt hier nicht anstrenge. Komm, das sind doch nur 6 Münzen, 4 haben wir schon gleich. Das ist die 4 zu. Gut. Das Portal nehmen. Puh. Hier kann man sehr gut runterfallen. Vor allem bei der Glitschigkeit hier. Bei der Eisigkeit. So, Nummer 3. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, wir lassen die Karo nochmal außen vor. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Sein, wir brauchen die wirklich. Müssen wir mal herausfinden. Und erstmal. Oh, die Kanone ist auch aktiviert. Sehr gut. Falls wir die brauchen, müssen wir nicht nochmal auf die Insel. Praktisch. Ich will jetzt nicht runterfallen. Da ist keine rote Münze auf der Insel. Sehr schön. Haben wir das angelegt. Okay, die 5. rote Münze. Die 6. müsste auch rot sein irgendwo. Die 6. war hier. Um die Ecke. Nummer 6. Wir gucken mal ganz vorsichtig hier, was hier drin ist. Ein Leben. Ein Leben des Todes. Jawohl. Ja gut, dann lassen wir das Leben des Todes gut sein. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Da bin ich auch noch nicht gestorben. Okay, ein Leben haben wir noch. Ich war doch schon bei 6. Die rote Münzensammlerei, das, die tut sich hier ein bisschen schwer. Gestaltet sich ein bisschen schwer. So. 2. Die dritte Münze ist durch. Nur auf die erste durch. Den Baum. Alles ganz in Ruhe. Nichts überstürzen. Und war hier nicht noch einer? Versuch's mal auf dem Weg hier. Ich meine mich zu erinnern, dass hier was war. Nicht runterrutschen, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Okay, hier kommen wir wohl nicht vorbei. Okay, müssen wir von oben nochmal runterrutschen, falls da was ist. So. Vielleicht müssen wir noch irgendwas mit der Kanone machen. Ich hoffe nicht für die roten Münzen. Und irgendwie müssen wir das noch machen. Dann geht's dann hoch hinaus. Da habe ich Angst vor mit meinem Nullleben. Mein Leben ist eine Null. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei der 6. Eine 6. Vorsichtig, vorsichtig. Ich versuche diesmal das Leben zu holen. Na komm, komm zu Daddy. Leben des Todes. Wo das so schnell hingeht, das ist doch skandalös. Das Leben haut einfach ab. Kein Leben für mich. Jetzt hier die Treppe treffen. Okay, die Leiter oder was auch immer das ist. Den Übergang, die Brücke. Eine Brücke ist das. Da ist noch eine Münze. Eine rote Münze, dann fehlt aber noch eine. Und die hier haben. Ja. Ja.
Aber hier nicht einen Teleport. Dann müssen wir noch rüberhüpfen für die letzte, für den Stern. Und wo ist die letzte rote Münze? Das frage ich mich jetzt hier. Und wo ist die letzte rote Münze? Hier ist sie nicht. Müssen wir uns mit der Kanone irgendwo hochschießen? Wahrscheinlich doch. Lass uns nicht daneben schießen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, wo eine rote Münze wäre. Vielleicht gehen wir wieder nach oben. Schau mal, wo wir was verpasst haben. Rutschen einmal runter. Ich war auf dem Weg doch noch irgendwo was. Hier wieder nach oben. Eine Münze brauchen wir noch. Eine rote Münze. Irgendwo muss die ja sein. Oh, da ist ein bisschen gebackt. Hier ist keiner, soweit ich sehe. Hier auch keine rote Münze. Auf dem Hang hier irgendwo. Nicht so weit ich sehe. Hier haben wir dann irgendwann die Quest hier mit dem Schneeballen. Den Kopf für den Schneemann. Oh, Kacke. Okay, so kriegen wir das nie hin. Rote Münze, wo bist du? Okay, hier waren wir eigentlich schon. Hier muss es ja... Wo gibt's hier noch eine rote Münze? Hier gab's eine, ja, aber... Die haben wir ja schon eingesammelt. Irgendwo eine Insel oder irgendwas. Da ist ein Abhang, da können wir vielleicht hin. Risky Tisky. Ah, stehen geblieben. Oha, ist im Eis. Wie wollen wir das denn machen? Na klar. Das Leben geht hoch. Hinterm Eis ist es. Okay. Oh, Kratz. Schwitzige Aufregung. Wie kommen wir da jetzt rüber, ohne zu sterben? Das wäre jetzt wirklich blöd, hier drauf zu gehen. Auweia. 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 Na, kommen wir doch nicht rüber. Wie kommen wir denn da rüber? Oha, ich hatte gerade schon Ängste. Wie kommen wir jetzt an den Stern ran? Ist ja auch noch eine Mission. Und wir das jetzt vergeigen? Na, Halleluja. Das ist ja eine Schlagzeile wert, wo wir das jetzt hier vergeigen. Achtung, Schande. Game over. Haben wir den Game Over hier auch mal drin? Okay, 16 Sterne haben wir. Okay, so gnädig ist der. Game Over. Machen wir wieder mit vier Leben. Kommen wir mit vier Leben weiter. Okay. Rote Münzen sammeln. Nochmal von vorne. Mir bleibt auch heute nichts erspart. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Münzen sind. Jetzt können wir da direkt hin. Jetzt haben wir die Verstecke alle auswendig.
Mit 4 Leben sollten wir das doch jetzt hinkriegen. Meint er? So, die erste haben wir doch schon hier in der Tasche. Das letzte ist ein bisschen knifflig mit der Kanone. Aber auch das kriegen wir hin. Ach so, die Kanone ist jetzt auch aus. Ui. Die müssen wir jetzt auch nochmal aktivieren. Ich wünsche mir Glück, dass ich das schaffe. Auwei. So schnell aktivieren. Bis der wieder zurückkommt. Und jetzt richtig springen. Auwei. Auwei, 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 auwei. Das kann ja nur schief gehen. Ha. Was ein Ding. Jetzt wird das wieder ohne mich. Hey, ich muss hoch. Tja. Dumm das nochmal runter. Ich bezweifle es stark. Dann gehen wir halt den anderen Weg. Hier ins Land. Immer ein bisschen gefährlich, sich an die Ecke dort zu stellen. Aber gut. Der Rutschpartie ist so schwer nicht. Das kriegen wir doch hin. Na komm. Huha. Vorsichtig, Mario, vorsichtig. Nummer 5. Auf die Schneeballmission freue ich mich schon. Den Kopf für den Schneemann zu besorgen. Das war noch eine ganz spaßige Aktion. Das mit den roten Münzen jetzt eher weniger, aber jetzt ist das Ding hier unten. Ich glaube es kaum. So, Nummer 6. Nummer 7 war, glaube ich, hier auf dem Pfad. Auf der Brücke. Eine eiskalte Landschaft hier im Herbst. Im Frühherbst. Spätsommer ist es nicht mehr. Frühherbst, würde ich sagen. Hurra. Hier hoch. Nicht runterporzeln hier. Sehr gut, Nummer 7 und zu Nummer 8 müssen wir uns wohl oder übel hochfeuern lassen. Das schmeckt mir gar nicht, aber müssen wir noch zum Stern kommen, der ein bisschen ungünstig versteckt ist. Giovanni Mau. Giovanni Mau. Okay. Einmal wurden wir getroffen. Die Kanone war es, glaube ich. Muss man immer ein bisschen höher schießen, als es ist. So, wo war es? Hier war es. Ich glaube, so habe ich gefeuert. Hier so. Auf die Treppe. Und auf den. Auf den. Hui. Na komm. Immer in die andere Richtung, wo ich nicht bin. Alles klar. Leben des Todes. Und da ist der Stern. Da war eine Plattform vor und drüber. Lass mal überlegen. Irgendwie muss man da hier hinkommen. Irgendwie. Man kann von oben da runter. Man kann irgendwie von oben runterspringen. Es gibt eine Möglichkeit, von oben da ranzukommen. Habe ich gerade gesehen im Ding. Wird euch nicht da. Müssen wir mal gucken, wie kommen wir da ran. Irgendwie müssen wir ja von oben da ankommen. Vielleicht gehe ich mal zurück. Vielleicht versuche ich das mal auf die Weise. Dass ich mal von oben da runterkomme. An den Startpunkt zurück. Und das von dort aus probieren. Jetzt
Hühnchen nicht fallen. Nein, 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 vorsichtig, Mario. Nicht nur noch die 8 Münzen haben. So, ich aufs letzte Brett. Sehr gut, jetzt versuchen wir mal von hier oben. Können wir hier von hier oben was machen? Das ist nicht die Brücke, wo wir hin sollten. Okay. Versuch's mal rauszufinden, wo das ist, wie wir da hinkommen. Okay. Irgendwie konnte man da von oben runterspringen. Es war eine Möglichkeit. Ich blick's aber nicht, wo wir da hin müssen. Warte! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich tue mich hier heute auch schwer. Ich muss jetzt mal herausfinden, wie wir da rankommen. Und wie wir an den scheiß Stern rankommen. Es ist dann doch, dieser Stern ist dann irgendwie blind für mich. Ist dann halbwegs im Blind Let's Play. Es ist irgendwie so. Vielleicht kann man auch da von der Brücke springen, dann kann man da auch schon. Versuch hier mal was. Kann das sein, dass man hier. Ja, hier kann man doch zum Stern. Hier kann man. Hier kommt man zum Stern. Da haben wir es doch. Da haben wir doch die Geschichte. Sehr gut. Der hat auch nur rechts gemusst. Links. Um die Kante zu springen. 2. Okay, das kriegen wir hin. Jetzt, wo wir wissen, wie wir hin müssen. Also ganz vorsichtig hier. Rote Münze einsammeln. Und den Weg hier. This way. This way, that way. Keine Anspielung, versteht der Literaturkenner sofort. Vier. Okay. Hei, hei, hei. Vorsehen. So, hier. Nummer 5. Erst. Das Nummer 6 und Nummer 7. Ach, 8 war dort auf dem Abhang. Ja, genau. Ganz genau. Hier nicht runterfallen, hier nicht runterfallen. Puh, knappe Sache. Die Münze holen. Und auch da nicht runterfallen. Ich schwitze hier hinter der Kamera, so ich mich anstrenge. Kratz, die Kratz. Von der Nervosität den Bart kratz. Ui. Ich muss mal Blackie fragen. Die spielt gerade Mario Sunshine. Eigentlich für. Natürlich nicht für Dingens. Für Super Mario All Stars. Sondern für den. Gibt's denn das? Gibt's denn das? Ist das? Ist das denn wahr? Heute nur am Fehlen. Nur am Fehlen. Es ist spät. Es ist auch spät. Wenn ihr wüsstet, wie spät das jetzt ist, ich verrate es euch nicht. Dann wäre klar, warum ich jetzt hier so oft fehle. Ich muss mal früher aufnehmen. Ich muss mein Let's Plays früher aufnehmen. Das ist vielleicht auch, wenn ihr wüsstet, ich verrate es nicht. Spät in der Nacht. Ihr macht euch keine Gedanken, ihr macht euch keine Vorstellungen.
Ihr macht euch keine Vorstellungen. Das, was er denkt, jetzt plus zwei. Ja, plus zwei Stunden. Ja. So spät nehme ich auf. So. Kein Wunder, dass ich da nicht mehr ganz bei Sache bin. Es ist doch wirklich. Ich habe wieder ein Game Over. Und wenn das, nach dem nächsten Game Over muss ich eine Aufnahmepause machen. Das ist doch immer nicht. Das. Ja. Da kann man eigentlich, das irgendwann ist dann auch Schluss. Dann kommen wir hier auf keinen grünen Zweig mehr. Der darfst du fahren hier in dieser Map. Das Spiel ist schuld, der Controller ist schuld, die Uhrzeit ist schuld. Bin ich nicht, ist nicht meine Schuld. Alles andere ist schuld. Na, Flieger? Es läuft doch schon. Ist nur nicht über die Ecke, über die Kante fallen. Über Ecken auch nicht. Aber vorrangig erst um Bekannten. Nicht fallen. Jo. Ich hoffe, es unterhält euch fürstlichst. Auch meine Fails. Ich glaube, Leute, die sich aufregen bei Fails, die sind bei mir nicht auf dem Kanal. Bei mir sind nur Leute, die es da, die auch Spaß dran haben, wie ich spiele. Ich glaube, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, ich habe es zumindest in den Kommentaren noch wenige gesehen, die das wirklich aufgeregt hätte. Oh, Meisterleistung. Ich habe es noch rüber geschafft. Gut gesprungen. Gut früh gesprungen, sag ich. Ja. Hat sich bei mir in den Kommentaren noch wenige Leute beschwert. Wegen den Fails zumindest. Also wegen den Fails hat sich doch noch nie jemand wirklich beschwert. Also, das ist nicht, das ist. Die Leute, die mich gucken, die kennen das. Die sind das den Übel schon gewohnt. Die sind den Kummer gewohnt. Die kommen damit klar. Die haben schon so viel gelitten bei meinen Let's Plays. Und wenn ihnen Super Mario, also bei mir, wenn jemand bei mir ein Super Mario Let's Play guckt, der geht schon mit so einer Grunderwartung ran, der weiß doch schon. Also, ohne Fails, also das ist, da brauchst du gar nicht mit dieser Erwartung in das Let's Play gehen. Brauchst du gar nicht, bevor du Part 1 schon guckst, da brauchst du gar nicht. Brauchst echt. Da hast eigentlich, das gehört Fails mit dazu. Das ist wie, es ist. Bei mir in Mario Let's Plays gehören Fails bei mir rein wie eine Bratwurst auf dem Grill. Das ist, versteht ihr, wie ich meine? Das ist halt, das muss, das ist wer. Meine Zuschauer wären enttäuscht, wenn es mal keine Fails geben würde. Wenn ich das Leben hier mal kriegen würde, wenn ich das mal bekommen würde, dann wären die Fans richtig enttäuscht. Wenn ich das wirklich schaffen würde. So, jetzt hier noch heil überleben, zum Stern kommen. Das wäre mal wirklich awesome, wenn wir es jetzt mal schaffen würden. Uff. So, die Seilbahn hat es noch offen, hoffe ich. Ist nicht schon geschlossen, in die späte Uhrzeit. 24 Stunden offen, die Seilbahn. Natürlich nicht.
Dann wir kommen auf den anderen Weg runter. Hier, über die Brücke. Vorsichtig. Von mir aus lass dich treffen. So viele Lebenspunkte haben wir noch. Sachte, 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 sachte. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Das ist nicht kurz vorm Ziel. Noch verkacken. Die Angespanntheit ist enorm. Schleich um die Ecke. Schleich um die Ecke. Schleich um die Ecke. Schleich um die Ecke. So, hier. Hier mal hoch. Nee, da müssen wir runter, da müssen wir. Hier. Bloß nicht fallen, bloß nicht fallen, bloß nicht fallen. Oh, das war eine knappe Sache hier um die Ecke. Hier müssen wir dann noch stoppen. Ja, am besten gar nicht rutschen. Nein, 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 da lang. Nein, Mario, 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 Mario. Mario, 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 Mario. Verdammt, müssen wir nochmal von vorne. Da kommen wir nicht mal hoch, die Schräge. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, Zwergi. Ich rede von mir selbst, um mich zu beruhigen. So rutsche ich hier. Na komm. Ja, er lebt noch. Ich entspanne mich erst, wenn ich die Quest hier geschafft habe, wenn ich hier nur ich den Stern habe. Ich habe alle roten Münzen, den Stern habe ich noch nicht. Verdammt mich. Skill kann man hier bei mir wirklich nicht erwarten. Mal ganz real talk. Ist jetzt hier wirklich. Wer bei mir noch Skill erwartet, das ist der, der ist auf dem falschen Kanal. Der ist hier irgendwie, der hat was nicht mitbekommen. Und irgendwie, ja. Wenn ihr neu seid für meinen Kanal, willkommen zu meinem Kanal. Auf meinem Kanal sind Fails angesagt. Das war ja eine schwere Geburt. Das war ja eine schwere Geburt. Die 8 roten Münzen. Natürlich die Konsole. Batterieleistung der Konsole lässt nach. Ah, jetzt ist die Schneemann-Quest hier. Okay. Bau einen Schneemann. Das dürfen wir doch hinkriegen. Das ist nicht so schwer. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten. Okay, dann los. Den Kopf hinterher. Mal sehen, wie wir das noch fehlen können. Wie wir hier versagen können. Ja, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Hallöchen. Schnief, schnief. Mein einst stattlicher Körper hat sich im Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Vielleicht kannst du mir helfen, Schluchz. Können wir das von vorne machen? Können wir hier? Dann müssen wir jetzt sterben. Können wir hier nochmal hochgehen? Versuchen wir es nochmal. Dann müssen wir uns vor den Schneeball stellen. Neben den Weg absperren. Damit er nicht runterrast. Puh, so wie wir jetzt hier fast. Na komm, das kriegen wir doch schneller hin als die roten Münzen. Ist doch hier. Eine leichte Aufgabe. Vielleicht können wir zurückrennen und dem schon mal. Nee, der Weg ist auch zu lang.
Glück ist zu lang, wenn wir jetzt hier vorrennen mit der Bahn. Können wir versuchen, aber eine Seilbahn und so weiter. Könnte zu knapp werden. Ich glaube nicht. Okay, los. Muss deutlich vor ihm unten ankommen. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Das habe ich schon mal richtig falsch gemacht. Okay, hier mal stehen bleiben. Komm raus, Mario. Raus, Mario. Wie soll ich den denn aufhalten? Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich werde hier von dem... Wie machen wir das denn? Wie ist hier der Plan? Der rollt mir doch in den Weg. Dann kriege ich Schaden. Jetzt bin ich hier. K.O. gegangen. Oh Mann. Zum Glück sind die Game Over hier. Relativ human.